wenn das Opening zum Beispiel ziemlich gut ist und mir und ich sogar mitsingen kann, dann tatsächlich nicht. Also es ist unterschiedlich. Überspringst du Anime Opening? Nein, niemals. Nie? Niemals. Nein, nein, nein. Halt, stopp. Ich überspringe Openings nur dann, wenn ich von anderen Leuten weiß, dass sie spoilern. Aber ich gucke sie mir an, wenn sie catchy sind und einfach so ein Ohrwurm sind, dann schaue ich sie schon. Niemals die erste Mr. Order die letzte Folge. Das ist für mich, könnte mich verboten, finde ich. Ist bei mir auch so. Auch so, ne? Ja. Dazwischen kommt immer drauf an, auf die Qualitäts-Opening, ja, genau. oder der Zeitabstand. Oder manchmal pieke ich so rein, um zu sehen, ob das Opening überhaupt ändert. Macht es ja manchmal. Oder auch das Ending. Jojo ändert es oft. Bald, ja, genau, genau. Ja, also von meinen Lieblingsanimes gucke ich auch gerne das Opening durch und das stimmt mich einfach voll auf die Folge ein. Nein. Nein, wenn sie gut sind, auf keinen Fall. Und wenn sie schlecht sind, so? Dann schaue ich es einmal an, damit ich weiß, dass es gut oder schlecht ist und dann überspringe ich den. Beim Speedrun? Instant. Da musst du überspringen. Bei der letzten Folge ist immer, wenn man das Ending so schaut, wenn man so ein Anime durch hat und dann ist das Ende des Opening so noch das Letzte, was man hat und bis das Bildschirm so schwarz wird. Und dann dieses Stechen im Herzen hat und sagt, ah, oh, es wird das Ende, ne? Die erste schaue ich mir mal an und dann klicke ich immer noch vor, bis ich sehen kann, ob es vielleicht noch eine Secret Scene am Ende gibt. Sinnvoll. Schon, gell? Ja, also meistens ist es ja immer so balladig und irgendwie so Bilder, die einen voll nicht interessieren, aber ja, bei ein paar Sachen, ich meine, ja, ich bin halt gerade hier so der Advokat von Attack on Titan, ich liebe das neue Ending total und es bricht mir einfach das Herz und da gucke ich es mir auch gerne durch. Vor allem, wenn mal eine After-Credit-Scene kommt, dann bin ich echt stolz auf mich, dass ich durchgehalten habe. Wie viele One-Piece-Ending kannst du singen und wie viele Anime One-Piece-Opening, so aus Interesse jetzt? Null, aber ich kenne wahrscheinlich jedes, aber ich kann kein Japanisch. Bei Tula, ich empfehle da mal reinzugucken.